Was sind Ihrer Meinung nach so die ganz großen Trends, nach denen Sie sich auch richten in einer digitalisierten B2B-Umgebung? Ja, ganz klar. Also auch der Trend zur Digitalisierung haben wir auch im Industrieunternehmen stark erkannt. Und wir werden dort weiterhin unsere Aktivitäten ausbauen. Wir werden das Thema digitaler Vertrieb und Marketing weiter zusammenbringen, das stärken und wollen hier auch im Industrieunternehmen hier ein Trendsetter werden. Das haben wir uns bei Bosch Rexroth und auch bei Bosch ganz stark auf die Fahnen geschrieben. Wir sind hier, glaube ich, auf einem guten Weg, aber wir haben auch hier noch stark Luft nach oben. Also wir werden aber diesen Weg konsequent weitergehen. Und als international agierendes Unternehmen, wie erleben Sie da B2B-Kommunikation und Digitalisierung im internationalen Vergleich? Ja, ich glaube, da sind teilweise auch amerikanische Trends natürlich da, die sind stark, da gibt es auch gute Ansätze. Es gibt auch in China insbesondere sehr gute Ansätze im Bereich Digitalisierung. Da sind sehr, sehr viele Menschen schon mobil unterwegs, teilweise auch mehr als hier in Europa. Dennoch erlebe ich das in Deutschland jetzt doch vielleicht nach einer etwas verzögerten Phase. Ich glaube, der Weckruf ist da und jetzt so ein bisschen mit dieser deutschen Gründlichkeit versucht man jetzt auch hier ganz stark aufzuholen und hier auch wieder in eine Führungsposition zu kommen in diesem Bereich. Was sind Ihre Praxistipps im Bereich digitales Marketing für deutsche Mittelständler? Binden Sie ganz rechtzeitig auch den Vertrieb mit ein, und zwar sowohl die Vertriebsleitung als auch dann natürlich den operativen Vertrieb. Nehmen Sie Ängste, damit Vertrieb nicht denkt, dass er vielleicht irgendwann abgeschafft wird und hier keine Rolle mehr spielt. Ich bin ganz tief davon überzeugt, dass Marketing und Vertrieb hier ganz eng zusammenwachsen können und damit eigentlich noch erfolgreicher werden können. Das geht aber nur, wenn Sie den Vertrieb richtig früh abgeholt haben. Ganz herzlichen Dank, Silke Lang. Danke.